Hallöchen und willkommen zurück, ihr Friteusen, bei Let's Play Fallout 3. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir nach Rivet City gefunden. Und sind jetzt hier auf dem Markt. Mal gucken. Ich glaube, das ist hier ein bisschen hoch. Mal gucken, was hier so geht, ne? Wir haben ja die Cherry hergebracht, die war super undankbar. Wie immer, wie alle in Fallout. Und jetzt gucken wir mal, was hier so geht in Rivet City. Das übrigens aussieht von außen wie ein Star Wars Raumschiff. Ich noch mal sagen. Ja, ich hoffe, die Kamera läuft diesmal, weil die letzten beiden Aufnahmen. Ich will gar nicht damit anfangen. Ich reg mich nicht mehr auf darüber, warum es nicht funktioniert. Es funktionierte nicht. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Was haben wir denn hier? Eine Kronkorkenmine. Oh Gott, ist das Whisky? Aber sie ist leer. Ich bin ja trocken seit einiger Zeit. Ich sollte vielleicht mal zu einem Arzt gehen. Ich glaube nämlich, dass ich dadurch Entzugserscheinungen habe, wie man hier sieht. Ätzend. Ätzend, was ist das da hinten? Hallo! Alles in Ordnung aus hier. Ja, ist ja gut. Ei, ei, Captain. Dich mag ich nicht. Hallo. Du bist herablassend, geh weg. Und den mag ich ja auch nicht. Der mag mich ja auch nicht. Hi. Willkommen bei Flak and Shrapnel. Wir haben die besten gottverdammten Waffen weit und breit. Wenn sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Alter, Alter, Alter. Wer? Die haut da hinten Einkaufswagen rum und ich werde angemacht? Nur weil ich dafür bekannt bin, Einkaufswagen rumzuschmeißen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Willkommen bei Flak and Shrapnel. Wir haben. Ja, hallo. Das hier ist das Waffengeschäft Flak and Shrapnel. Leicht zu merken, was? Sehen Sie sich um, falls Ihnen etwas gefällt. Ich bin gleich hier drüben. Irgendwie stand da unten was anderes als das, was er gesagt hat, aber gut. Ist halt Fallout, kennt man, ne? Haben Sie keine Angst, dass jemand mit Ihren eigenen Waffen ausraubt? Ein ansehnliches Sortiment, aber im miesen Zustand. Kann ich sehen, was für Schusswaffen erhältlich sind? Meine Ausrüstung muss repariert werden. Haben Sie keine Angst, dass jemand mit Ihren eigenen Waffen ausraubt? Hier, in Rivet City. Ich packe meine Sachen und die meisten der Jungs tun das auch. Vom Sicherheitsdienst gar nicht zu reden. Findet ihr auch, dass die Stimme überhaupt nicht zu seinem Gesicht passt? Er sieht so wie so ein Pirat aus und hat so eine ganz, ganz feine und sanfte Stimme. Kann ich sehen, was für Schusswaffen erhältlich sind? Sie müssen etwas töten, nicht wahr? Ja, er hat's erraten. Was gibt's denn hier so? Der hat ja einiges. Sturmgewehr. Aber was ich viel dringender brauche. Warum ist das Stimpack? Achso. Ich sortiere das ja immer gerne. Ich mag das nicht, wenn das alles auf einmal ist. Auf einem Haufen ist. Kampfhelm, Kampf. Oh, aber wir haben ja gar keine Kampfrüstung. Cramp, Stimpack. Kali. Oh, ich brauche Munition. Aber warte, warte, warte. Ich bin ja nicht doof, ne? Ich muss mich beeilen. Falls Sie mehr Munition brauchen, wissen Sie ja Bescheid. Ei. Warte, warte, warte. Oh, was mache ich denn hier? Warte, warte, warte. Ich bin ja gewieft, ne? Bin ja nicht von gestern. Falschen. Dies hier. Hallo, hallo. Flak, Flak. Sie haben wohl beschlossen, sich den Laden anzusehen. Falls Sie etwas von diesen Sachen wollen, rufen Sie einfach nach mir. Deswegen bin ich ja hier. Kann ich sehen, was für Schusswaffen sind? Sie müssen etwas töten, nicht wahr? Jo, ich töte dich gleich, wenn du mich weiter nervst. So. Munition, genau, das brauchen wir. Ich weiß gar nicht, welche wir brauchen. 10 mm, ja, wow. Die brauchen wir, und zwar alle. Danke. Wir brauchen... Oh, Schrotpatrone. Ist, glaube ich, für die Kampfflinte, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, wir kommen alles. Wie, ich habe nur 608 oder jetzt noch 608? Mach mich nicht schwach. Mach mich nicht schwach. Akzeptieren? Ich bin arm. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Ja, meine Ausrüstung muss repariert werden. Kein Problem. Aufklärungsrüstung. Ach, der Ganzkörperkondom. Das Ganzkörperkondom. Nicht der. Nö. Fertig. Ich brauche Geld. Ich muss mich beeilen. Falls Sie mehr Munition brauchen, wissen Sie ja Bescheid. Ja, ich weiß es. Danke. Bitte, war es die richtige für die Schrotflinte, bitte. Die Kampfflinte, bitte, 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 bitte,
Patrone? Nee. War die falsche! Oder? 87? 77. Ja, doch, 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 war die richtige. Puh. Oh, sorry. Ich bin ganz wuschig. So. Hi, Flak. Du warst aber netter als Schrapnell da hinten. Ah, wir sind ja mal nicht so, ne? Hallo. Hallo. Wer bist du? Willkommen im Potomac Attire. Ich heiße Bannon, bin Besitzer des Potomac Attire und Mitglied des Stadtrats. Ich führe anspruchsvolle Kleidung für anspruchsvolle Kunden. Potomac Attire. Wie ich sehe, verfügen sie auch über einen erlesenen Geschmack. Ich bin also nicht gut genug, um hier einzukaufen. Ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Sie kommen sofort zur Sache. Das gefällt mir. Klar. Was hat er denn? Outfit, fit. Kleidung. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, sich sowas zu kaufen, weil irgendwie findet man das ja überall im Ödland, so Rüstung und sowas, oder? Stimpack, Pennen. Kann er reparieren? Sie sind also Mitglied des Stadtrats, habe ich gehört. Dr. Lee, Chief Harkness und ich sind im Rat. Wir treffen uns jeden Montagmorgen. Ich bin sehr einflussreich, wenn Sie wissen, was ich meine. Viel mehr als Seagrave Holmes. Ich weiß Bescheid. Dieser Seagrave, glauben Sie, er stellt eine Gefahr für Ihren Einfluss dar? Der? Eine Bedrohung? Nein, natürlich nicht. Naja, vielleicht doch. Er will meinen Sitz im Rat übernehmen. Er hat seine Finger in dubiosen Geschäften, aber ich kann's nicht beweisen. Wenn aber jemand etwas Belastendes in seinem Zimmer finden würde. Naja, sagen wir mal, ich wäre äußerst dankbar. War das ein Angebot? Sie sind also Mitglied des Stadtrats. Das hatten wir doch schon. Was höre ich da über das Hangardeck und Oberdeck? Sind also Mitglied des Stadtrats. Warum ist das nicht ausgeblendet? Was höre ich da über das Hangardeck und Oberdeck? Die Leute, die auf dem Hangardeck wohnen, bilden die große Masse des ungewaschenen Pöbels. Ich habe das irgendwo gelesen. Gefällt es Ihnen? Naja, auf jeden Fall brauchen Sie richtige Führungspersönlichkeiten. Wie zum Beispiel mich. Er ist mir jetzt schon unsympathisch, weil er die Leute wieder als Pöbel bezeichnet. Ich mag sowas ja überhaupt nicht. Du bist nichts Besseres, mein Freund. Nur weil du das Potomac Attire leitest und irgendeinen feinen Möchtegern-Zwirn trägst. Das ist klar, mein Freund. So schön sieht das gar nicht aus. Hat dir das jemand schon mal gesagt? Warum leben sie auf diesem Schiff? Wir leben hier, weil man hier vor Raiders und Supermutanten sicher ist. Mit Dr. Lee auf unserer Seite ist es vielleicht sogar denkbar, die Welt wieder aufzubauen. Das ist ja erfreulich. Meine Ausrüstung muss repariert werden. Mal sehen, was ich tun kann. Nee, ist das Gleiche. War mir ein Vergnügen, Mr. Bannon. Bis bald. Ich hoffe nicht. Der hat mir irgendwas gegeben. Der hat mir etwas gegeben. Bannon hat mich gebeten, den Raum von Seagrave Holmes auf Belastungsmaterial zu durchsuchen. Damit könnte Bannon dann verhindern, dass Holmes seinen Sitz im Rat übernimmt. Bevor ich hier irgendwas mache, rede ich erstmal mit dem Holmes, ja? Ich höre mir mal ich höre mir gerne beide Seiten der Geschichte an, ne? Wer weiß, was der hier erzählt, muss ja nicht der Wahrheit entsprechen. Vertraut niemals nur einer Quelle, Leute. Ich konnte kaum schlafen. Vielleicht gibt es irgendein gutes Schlafmittelchen. Cindy hat alle möglichen guten Medikamente. Ich werde es versuchen. Ich will nicht stören. Ja, ich aber. Bleiben Sie mir vom Leib. Was wollen Sie? Sind Sie einer von denen? Muss ich das verstehen? Ja, ich bin einer von Ihnen. Schon seit Jahren. Ich tue Ihnen doch nicht weh. Wovor haben Sie denn Angst? Lady, Sie sind verrückt. Ich liebe ja diese Antworten immer. Das ist so sarkastisch. Nein, ich tue Ihnen doch nicht weh. Wovor haben Sie denn Angst? Ich denke, Ihnen kann ich es erzählen. Ich war einmal ein Sklave. Ich habe auf diesem Schiff einen Sklavenhändler namens Sister gesehen. Ich habe Angst, dass er hinter mir her ist. Ein Schiff ist ja nicht so groß, ne? Dann ist er wahrscheinlich noch hier und dann ist er dir sehr nah, mein Fräulein. Keine Sorge, ich würde einen entflohenen Sklaven nie verpfeifen. Sie sind also eine geflohene Sklavin. Verstehe. Voll gemein. Hey, das geht mir nichts an. Was vorbei ist, ist vorbei. Nein, keine Sorge, ich würde einen entflohenen Sklaven nie verpfeifen. Wirklich? Oh, danke schön. Können Sie mir helfen? Ich mache mir solche Sorgen, wenn er da ist. Ich kann nachts kaum noch schlafen. Hey, so haben wir das. Habe ich jetzt nicht gemeint, ne?
Hier sind 25 Kronkorken, vielleicht kriegen sie dafür ja eine Waffe. Ich muss darüber nachdenken. Sie sind auf sich allein gestellt. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich muss darüber nachdenken. Ich bin ja immer so ein bisschen der Samariter hier. Ich bin ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Mir? Warum mir? Wie hieß der nochmal? Also was ist? Werden sie mir jetzt helfen oder mich dem Sklavenhändler ausliefern? Hier sind 25 Kronkorken. Vielleicht kriegen sie dafür ja eine Waffe. Ja, ich bin ja schon arm, egal. Danke. Ich werde kurz vor Ladenschluss bei Flag and Shrapnels reinschauen. Ich kann ihnen nichts geben, aber ich glaube, ich kann ihnen ein Geheimnis vertrauen. Ja, ja. Sollten sie jemals in den Norden kommen, dort gibt es ein geheimes Sklavenversteck, den Tempel der Einheit. Dieses Versteck könnte ihnen helfen. Mhm. Wahnsinn. Was eine Information. Hallo! Was? Willkommen im Quick Fix. Cindy Candelli! Das ist der Quick Fix. So heißt unser Laden. Er gehört Pauli und mir. Ich heiße Cindy. Cindy Cantelli. Cantelli. Mann, sie klingen so, als hätten sie zu viel von ihrem eigenen Zeug genascht. Ganz ruhig, ich sehe mich nur um. Was haben sie zu verkaufen? Mann, sie klingen so, als hätten sie zu viel von ihrem eigenen Zeug genascht. Nein, nein, nein. Das würde ich niemals tun. Pauli macht das. Dieser Nichtsnutz von Ehemann. Ja, ja. Wo bekomme ich starken Schnaps? Nein, ich muss damit aufhören. Warum bietet mir jeder in diesem Spiel Alkohol an? Das ist ganz schön schwer für mich. Ich muss zu einem Arzt. Ihr Mann ist also süchtig. Mhm. Er ist ein hoffnungsloser Fall. Ich muss ihn aus dem Laden raushalten, sonst räumt er unsere Vorräte leer. Irgendwann wird es ihn umbringen. Oh nein. Wie bekomme ich starke... Nein, 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 das wollten wir ja nicht. Was haben Sie zu verkaufen? Wir haben alle Arten von Medikamenten. Ameisenpheromone? Was macht man denn damit? Kann mir das jemand verraten? Für mich ist es an der Zeit zu gehen, Cindy. Sie werden bestimmt bald wieder hier sein. Nein. Ich bin ein Junkie, ich darf das nicht. Wer ist das? Achso, das ist der. Danke, Cindy. Fleck and Shrapnels. Hallo, morgen. Ist es früh oder was? Ich dachte, es ist spät. Willkommen im Rivet City Supply. Ich habe von allem etwas hier. Der da drüben vertraut dir nicht. Der vom Potomac Attire. Wie geht's? Ja. Mein Name ist Seagrave. Seagrave Holmes. Ich habe hier praktisch von allem etwas. Haben Sie einen T51B? Nein, dann fehlt Ihnen noch was. Ja, das mache ich ganz kurz. Was für ein Ding? Ah. Wenn Sie hier nur den Klugscheißer spielen wollen, dann gehen Sie woanders hin. Aber wenn Sie was verkaufen wollen, sind Sie bei mir goldrichtig. Ben erzählte mir, Sie versuchen ihm den Sitz im Rat zu klauen. Naja, nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Erstmal, wissen Sie, wo ich hier ein Trinken gehen kann? Das Weatherly Hotel ist eine gute Wahl. Es liegt am Oberdeck. Danke. Wussten Sie, dass Pauli Cantelli süchtig ist? Er ist total drogensüchtig. Das wird ihn eines Tages noch das Leben kosten. Okay. Und jetzt? Bennen erzählte mir, Sie versuchen ihm den Sitz im Rat zu klauen. Ihm den Sitz klauen? Wohl kaum. Er leitet den Rat, als handle es sich um sein privates Bankkonto. Er sollte nicht sich selbst, sondern alle Marktgeschäfte repräsentieren. Es ist höchste Zeit, dass er ersetzt wird. Mhm. Was haben Sie zu verkaufen? Ich habe von allem etwas. Hm. Ob das so gut ist, Seagrave? Ich weiß ja nicht. Laserpistole, bla 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 bla. Nein. Alter. Ist voll aus dem Ersten Weltkrieg so. Bisschen der Look. Ich brauche Muni. Hast du was für mich? Hast du was? Hast du Stoff? Bleistift, Buttermesser. Wo bin ich denn hier? So, 32, 34, 10, 5. Oh, hier. Das brauche ich. Ich brauche das, Leute. Ich kann nicht anders. Besser als dass ich Ei kaufe. Ich habe nur noch 24. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Ich muss gehen, Lord Helmchen. Bis dann. So ein Scheißhelm, ey. Das Wasser auf dem Schiff ist nicht viel besser. Wenn wir nicht bald frisches Wasser bekommen, enden wir alle so wie Sie. Mhm. Wirst du? Brock. Erzählen Sie mir nichts von Ihrem Problem. Okay. Wenigstens ja deutlich. Warte mal. Da haben wir jetzt alle? Gab es irgendeinen Kampf in der Stadt? Die Torwache meinte,
es wurde über eine Stunde lang geschossen. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Gutes, altes Rivet City. Ich auch. Nichts dringt durch diese Wände. Könnte ich gewesen sein. Ich habe ein paar Supermutanten ausgelöscht. Hallo! Was ist das hier? Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Cindy hat also keine dummen Ideen. Ja. Weißt du? Hallo. Dich hatten wir schon. Nehmen Sie bitte Platz. Es wird sich gleich jemand um Sie kümmern. Nö. Ich bin gleich bei Ihnen. Hey. Willkommen in Gary's Galley. Kann ich Ihre Bestellung entgegennehmen? Wieso heißt dieser Ort hier Gary's Galley? Was ist Dr. Lees Geschichte? Wie ist es so, auf einem Riesenschiff zu leben? Ja, was haben Sie denn? Machen Ihnen die Männer hier auf dem Schiff das Leben schwer? Das will ich mal wissen. Machen die Ihnen das Leben schwer? Sie meinen, ob sie mich oft anbaggern? Hm. Nein, die meisten sind sehr höflich. Sogar Männer wie Diego, mit denen ich flirten will, scheinen mich zu ignorieren. Hm. Sie und Diego sind also verliebt. Naja, zumindest einer von uns ist verliebt. Manchmal kommt es mir so vor, als würde er noch nicht einmal wissen, dass ich da bin. Ja, das ist am blödesten. Denn da kann man die Aufmerksamkeit eines Mannes nicht erzwingen. Sie sind eine Frau und verführen sie ihn einfach. Männer sind Schweine, vergessen sie ihn. Ah, ich glaube ja, dass es so ist, dass man Aufmerksamkeit nicht erzwingen kann, weil das wäre dann gefaked, ne? Also, nee, kann man nicht. Ja, vor allem bei Priestern mit Dickschädeln tut man sich da hart. Trotzdem werde ich nicht aufgeben, denn ich weiß, dass wir füreinander bestimmt sind. Love conquers all. Weiter so, Mädchen. Wieso heißt dieser Ort hier Gary's Galley? Das Lokal trägt den Namen meines Vaters. Er ist ein fantastischer Koch. Wahnsinn. Was ist Dr. Lees Geschichte? Ich glaube, da ist noch mehr rauszuholen. Sie ist nicht sehr gesellig. Sie bleibt immer in ihrem Labor im Heck. Sie ist klug. Ziemlich klug. Okay. Ich dachte, jetzt kommt eine Geschichte. Wie ist es so, auf einem Riesenschiff zu leben? Hier ist es laut, dunkel und miefig. Mief. Hier sind wir in Sicherheit. Mief. Es gibt weder Supermutanten noch Raiders. Vielleicht findet Dr. Lee auch eine Möglichkeit, sauberes Wasser zu besorgen. Ich mache mich besser auf dem Weg, Angela. Vielen Dank für den Besuch in Gary's Galley. Ja. Hat mich auch gefreut. Dich hatten wir schon. Wo liegt das Problem? Ja, erstmal der hier. Gary Staley. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich heiße Gary Staley und bin Gourmetkoch und Feinschmecker. Ich werde Ihre Mahlzeit zubereiten. Meine Spezialität sind Meyer-Lurk-Kuchen. Mein Leguan ist allerdings auch sehr beliebt. Von Meyer, da kriege ich immer Blähung. Ich bevorzuge Eichhörnchen. Ja, das... Oh, dann sollten Sie sich vielleicht lieber in die Ecke setzen. Ich kann nachsehen, ob wir noch etwas Eichhörnchen haben, wenn Sie möchten. Süße, geh doch noch drauf ein. Dabei war das ja halt nur eine Verarsche. Ich habe gehört, dass Ihre Tochter in Diego verknallt ist. Ich weiß. Zum Glück ist er ein Priester. Zumindest ich weiß, dass zwischen den beiden nichts läuft. Pater Clifford würde ihm die Priesterwürde aberkennen, wenn er es je herausfinden würde. Na gut, wussten Sie, dass Pauli Kentelli süchtig ist, bevor die Klatschpause? Ja, ich habe das gewusst. Er kommt jede Nacht kurz vor Ladenschluss und versucht, Cindy dazu zu überreden, dass er abschließen darf. Zum Glück ist sie klug genug, sich nicht darauf einzulassen. Aha, ich sollte sie wieder zu ihren Kunden lassen, Gary. Vielen Dank für den Besuch in Gary's Galley. Diese Dialoge in Fallout sind doch schon ganz cool, oder? Wo ist denn Diego? Hey, du bist Henry, dich hatten wir schon. Wer bist du? Um was geht's? Du siehst aus wie jemand, den ich früher mal verprügelt hab. Wo ist denn deine Familie? Meine Mutter ist wahrscheinlich betrunken und mein Vater tot. Reicht Ihnen das, Sie Mistkerl? Okay, erinnert mich ganz schön an Butch. Weißt du, was ich mit Butch gemacht hab, ja? Und weißt du, wie er geweint hat? Weil er Angst vor Red-Kakerlaken hatte, die kleine... Was haben denn sie für ein Problem? Weißt du was über River City, wie die Stadt gebaut wurde oder so? Es ist ein Boot. Ein sehr großes Boot. Es ist ein Schiff. Kein Boot, du. Ich muss los, immer sauber bleiben. Was auch immer. Jo. Bleibst du sowieso nicht. Und du? Ja? Was ist? Du bist die Mutter. Die so fürsorgliche Mutter. Sie müssen nicht so zickig sein. Ist das Ihr Sohn, der da herumläuft? Wo komme ich starken Schnapp? Sie müssen nicht so zickig sein. Mein Mann ist abgehauen und getötet worden. Und ich musste den kleinen Bengel allein aufziehen. Machen Sie mir also keine Vorschriften. Alter, du hast dich doch entschieden, schwanger zu werden und Kinder zu bekommen. Ist doch nicht sein Pech oder sein Problem, du. Ja? Was ist? Ja. Der konnte sich das nicht aussuchen. Ist das Ihr Sohn, der da herumläuft? Ja, das ist James, mein eigener kleiner Teufelsbraten, der nur Ärger macht.
Ich würde ihn an Sie verkaufen, wenn man mir das erlauben würde. Falls Sie keine weiteren Fragen mehr haben, ich habe zu tun. Was denn? Damit zu tun, eine Nase zu ziehen oder was? Ja? Was ist? Alter, wie gerne würde ich manchmal den Leuten hier echt... Wenn es jetzt keine Konsequenzen gäbe, ne? Boah, wo bekomme ich starken Schnaps? Im Muddy Rudder gibt's Trinks. Bell verwässert die alkoholischen Getränke. Aber dafür sind sie billig. Es liegt im Unterdeck. Das kannst du aber mal freundlich sein, wenn es um Stoff geht, ne? Naja, Leute, wir haben hier den Markt unsicher gemacht und haben einiges erfahren. Das ist ja immer... Nein. Das ist ja immer in Fallout. Man muss sich ein bisschen... Oh Gott, die reden mir alle ins Ohr. Geht weg, geht weg. Ich höre Stimmen. Naja, das ist ja halt immer in Fallout. Man muss sich immer ein bisschen durchfragen, um Sachen zu erfahren, auch weiterzukommen in der Story. Das gehört dazu. Aber es ist auch manchmal ganz interessant, was man so erfährt. Ja, vielleicht Clips. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Peace. Oh. Aua. Peace.